Hallo zusammen, herzlich willkommen zum heutigen Java User Group Talk. Ich bin der Patrick von der Java User Group und ich bin froh, den Markus und den Christian hier zu haben mit einem tollen Talk über In-Memory-Datenbank-Applikationen Microservice mit Java und MicroStream. Ich werde am Anfang noch kurz was Organisatorisches sagen und bin dann nachher auch als Moderator für die Fragen da. Genau. Ich habe am Anfang ein paar Slides und wir wollen zuerst mal unseren Sponsoren Dankeschön sagen, die das Ganze eben auch ermöglichen. Die ganzen Events jetzt in der aktuellen Zeit natürlich auch online und die auch sonst immer mit uns die Events organisieren. Genau, seht, da gibt es einige davon und vielleicht findet ihr auch das Logo von eurer Firma. Genau. Jetzt die Features in BigMarker, wo ihr gerade drin seid, die kennt ihr vielleicht wahrscheinlich schon. Es gibt einen Chat, schreibt doch mal gerne in den Chat rein, hallo und woher kommt, damit wir sehen, dass es bei euch funktioniert. Falls ihr Fragen habt bezüglich Technik und so weiter, Markus ist im Hintergrund und wird euch gerne dabei helfen, eure technischen Probleme mit dem Browser und so weiter zu lösen. Genau. Wenn ihr Fragen an die Speaker habt, nutzt doch bitte den Tab Fragen, weil das hilft uns extrem, um das Ganze nachher auch zu monitoren. Da gibt es auch die Möglichkeit, dass ihr diese Fragen upvoten könnt. Das heißt, ich werde wie in einem Backlog drin die Dinge von oben nach unten priorisieren und auch so die Fragen dann an die Speaker stellen. Das hilft. Genau. Wir haben eine kurze Zeitverzögerung, wie immer im Stream. Und das heißt, wenn ihr Sachen in den Chat reinschreibt, dann dauert es ein bisschen, bis die quasi bei uns in der Zukunft ankommen. Am Schluss werdet ihr von Ursula eine E-Mail bekommen mit einem Feedback-Formular und wir wären sehr dankbar, wenn ihr dieses Feedback-Formular ausfüllen würdet, sodass wir es den Speakern auch zur Verfügung stellen können. Das ist natürlich auch für sie hilfreich, damit sie wissen, wie sie ihren Talk in der Zukunft auch anpassen können. Nebenbei gibt es natürlich auch ein tolles Goodie. Ihr könnt wie immer eine IntelliJ-Lizenz gewinnen. Genau. Nach dem Talk gehen wir rüber in WonderMe, falls ihr noch Fragen persönlich an die Speakers stellen wollt oder falls ihr einfach mit uns noch ein bisschen diskutieren wollt. Da gibt es immer noch ein paar Menschen, die rüberkommen und dann einfach noch ein bisschen quatschen wollen. Also quasi Networking in dieser Zeit. Jetzt würde ich sagen, ohne euch groß vorzustellen, weil ich bin mir sicher, ihr macht das selber nachher gleich ein bisschen ausführlicher. Ich würde gerne euch die Stage übergeben und bin froh, eben Markus hier zu haben und den Christian, die uns ein tolles Thema MicroStream erzählen und natürlich hoffentlich auch etwas zu ihrem Announcement, das eben gerade kürzlich war, auch dazu was erzählen können. Also viel Spaß, genießt es und ich schalte mich aus. Ja, vielen Dank, Patrick. Ja, ein herzliches Grüezi von unserer Seite in die Schweiz. Wir freuen uns super, also wirklich sehr, dass wir heute bei euch sein dürfen, auch wenn es bloß online ist, leider. Das nächste Mal hoffentlich dann wirklich bei euch direkt in der Schweiz. Das wäre toll. Ja, mein Name ist Markus Kett. Ich bin CEO von MicroStream, Chefredakteur von der Java Pro. Seit ungefähr 20 Jahren beschäftige ich mich mit Java, bin aufgewachsen mit Atari und C64-Programmierung, ein bisschen noch Assembler von damals und ja, haben seit 10 Jahren oder vor 10 Jahren angefangen mit der Entwicklung von Java-Entwicklungsumgebungen und haben da einige Open-Source-Projekte gestartet. Die Java-Entwicklungsumgebung basiert auf Eclipse, heißt RapidClips. Sorry, und, Markus? Ja? Hier ist der Background, Markus. Dein Screensharing ist aus. Okay. Denke, du möchtest uns da bestimmt was zeigen. Sorry, Markus? Ja? Hier ist der Background, Markus. Sofort. Okay, jetzt sollte das funktionieren. Einen kleinen Augenblick, jetzt kommt was. Da steht jetzt jawohl, auch, da steht auch noch nichts Außergewöhnliches drauf, was ich nicht schon erzählt habe. Okay, jetzt mit Slides. Und seit ungefähr über 10 Jahren eigentlich entwickeln wir Java-Entwicklungsumgebungen und
Speziell haben wir uns damit beschäftigt mit der Datenbankentwicklung. Und das Ziel dieser Entwicklungsumgebung war immer schnelle Anwendungsentwicklung mit Java. Und das haben wir auch immer ganz gut hinbekommen. Aber immer wenn es dann darum ging, die Datenbankentwicklung einfach zu machen, hatten unsere Anwender Probleme. Es war zu kompliziert und wir haben dann auch über Jahre versucht, die Datenbank-Tools für Eclipse zu verbessern, zu vereinfachen, sodass es für Java-Entwickler deutlich einfacher wird, Datenbank-Applikationen zu entwickeln. Und wir sind dann auch irgendwann mal an einen Punkt gekommen, wo wir selber festgestellt haben, das, was da ist mit Hibernate, mit den Hibernate-Tools, das ist sehr gut. Man kann da nicht mehr so viel verbessern und so viel rausholen. Und unsere Idee war im Grunde, die Datenbankentwicklung fundamental zu verändern und da etwas zu verändern, um das einfacher und performanter zu machen. Das ist so ein bisschen unser Background. Der Christian, mein Kollege, der wird dann ein bisschen Live-Coding zeigen und wird sich dann auch nochmal selber kurz sicherlich vorstellen. Ja, es geht ja heute um die Entwicklung von In-Memory-Datenbank-Applikationen mit Java und die Entwicklung von Microservices. Und da wollte ich eingangs noch ein bisschen was dazu erzählen. Also warum verändert sich gerade Java? Was ist gerade das Problem bei Java? Warum heißt es eigentlich, Java ist so schwerfällig, kompliziert und in der Cloud vielleicht jetzt nicht mehr zeitgemäß ist, wird abgehängt von Serverless-Technologien und anderen Programmiersprachen, ist es überhaupt noch zeitgemäß? Dann kurz wollte ich darauf eingehen, wie sich gerade Java verändert und dann natürlich, was sind die Herausforderungen und Probleme bei der Datenbankentwicklung in Java? Und dann wollte ich kurz darauf eingehen, wie man jetzt mit MicroStream In-Memory Datenbank-Applikationen und Microservices entwickeln kann, die ultra schnell sind, mit denen ihr wirklich ja von der Performance her alles schlagen könnt, was auf dem Markt ist. Dazu noch eine ganz kurze Live-Demo und dann zeigt der Christian mit Code oder anhand von Code, wie das denn funktioniert in der Praxis. Und dann haben wir sicher noch genügend Zeit für Fragen und Antworten. Ja, hier nochmal ein kurzer Screenshot von dieser Entwicklungsumgebung mit Rapid Clips, mit der wir uns in den letzten 10 Jahren auseinandergesetzt haben und warum dann auch entsprechend die Persistence Engine MicroStream entstanden ist. Ja, was sind die Herausforderungen? Immer mehr Firmen müssen immer mehr Daten sammeln und verarbeiten in Echtzeit und die Anwendungen laufen in der Cloud und es kommen immer häufiger die Frage auf, ist dafür Java überhaupt noch performant genug und oder gibt es jetzt andere Lösungen wie Serverless, Cloud Native, sowas wie AWS Lambda oder so, ist das vielleicht effektiver oder Sprachen wie Python überholen die jetzt Java? Die große Frage ist ja eigentlich, ja, warum kommt diese Frage denn überhaupt auf? Bisher war ja Java immer die führende Programmiersprache. Und wenn wir uns jetzt mal so den Architekturstack anschauen, das ist euch ja sicherlich allen bekannt, dann haben wir Java-Applikationen immer als Monolithen entwickelt. Wir brauchen dafür ein Full-Stack-Framework wie zum Beispiel Spring oder Java Enterprise, zur Laufzeit dann einen Application-Server und für Datenbankzugriffe haben wir in der Regel, wenn wir noch Java-Standard entwickeln, dann verwenden wir da ein objektrelationales Mapping-Framework. Das ist so im Groben der Architektur-Stack von Java. Jetzt dreht sich alles um Microservices, containerisierte Services in der Cloud und ja, dafür ist der traditionelle Java-Stack einfach nicht mehr geeignet. Das ist das große Problem dabei. Warum? Was ist hier das Problem? Services müssen sehr klein sein. Deswegen heißen die auch Microservices. Sie müssen sehr schnell starten, weil man die Services containerisiert. Die müssen bei Bedarf zugeschaltet werden können oder abgeschaltet werden können. Das System soll automatisch skalieren. Deswegen ist eine schnelle Startzeit dieser Services
extrem wichtig. Das ist eigentlich mit das Wichtigste. Dann haben wir einen hohen Speicherverbrauch bei den traditionellen JVMs. Und natürlich haben wir viele Layer in so einer Applikation, wie man auch hier schon sehen kann, bei mir im Slide. Und ja, das alles in Summe führt dazu, dass es nicht so besonders gut sich anfühlt, wenn man mit diesem Stack Microservices entwickeln möchte. Die sollen klein sein, schnell starten, super wenig Speicher am besten verbrauchen. Und ja, wie gesagt, dafür ist der traditionelle Java-Stack einfach nicht gemacht. Und wenn wir uns das jetzt mal angucken von der Historie her, dann sehen wir hier die Full-Stack-Frameworks, Java Enterprise und Spring, die ja immer so miteinander konkurrieren seit jeher. Zur Laufzeit werden wir dann verwenden wir die Application Server. Ja, und das wird jetzt langsam sukzessive abgelöst, beziehungsweise wenn wir Microservices entwickeln möchten, dann verwenden wir dafür spezielle Microservice Frameworks anstelle von diesen Full-Stack Frameworks und Application Server. Und da gibt es im Grunde jetzt zwei verschiedene Kategorien. Die eine Kategorie sind die Micro-Profile-Frameworks. Micro-Profile ist im Prinzip ein, ja, ein Subset von Java Enterprise, ein leichtgewichtiges Subset. Und die Frameworks, die es dafür gibt, implementieren den Micro-Profile-Standard. Der Vorteil ist hier, dass eine Migration natürlich sehr leicht fällt, weil man weil Entwickler hier eigentlich schon alles kennen sollten, ein abgespecktes Java Enterprise quasi. Ja. Hier, die bekanntesten Vertreter sind Quarkus, Open Liberty, Payara Micro oder Helidon MP. Und dann haben wir noch die Kategorie der noch leichtgewichtigeren Microservice Frameworks, wie zum Beispiel Micronaut, Spark, Javelin, Helidon SE. Und die sind dafür gemacht, einfach noch leichtgewichtiger zu sein. Die halten sich halt dann nicht an diesen Standard. Ja, das ist dann hier vielleicht ein Nachteil, aber sie sind dafür entsprechend noch leichtgewichtiger und noch eventuell noch ein bisschen schneller bei Performance-Speicherverbrauch, Startzeiten. Bei Spring ist es ähnlich hier, Spring Boot. Und ja, hier mit Spring Boot haben wir auch noch ein paar so Problemchen mit der Performance und Speicherverbrauch, aber dazu komme ich dann auch noch, was sich in dem Bereich tut. Also hier nochmal zurück zu unserem Architekturschaubild. Hier sehen wir jetzt auch noch den, den Application Server und wie er jetzt ersetzt wird durch ein schmales, leichtgewichtiges Microservice Framework. Ja, aber das ist leider nicht alles. Das allein reicht uns leider noch nicht. Und der zweite Game Changer ist die GraalVM, weil wir haben ja in unserem Architektur-Stack immer noch eine ganz normale JVM und wo wir entsprechend viel Speicherverbrauch haben, langsame Startzeiten und so weiter. Mit GraalVM haben wir jetzt wirklich einen Game Changer. Und mit GraalVM ist es möglich, ja, zum einen polyglotte Anwendungen zu entwickeln. Also das heißt praktisch Anwendungen in Java zu programmieren oder auch in anderen Sprachen wie JavaScript oder Python sogar. Die meisten Java-Entwickler wird das jetzt vielleicht nicht ganz so interessieren. Die zweite Eigenschaft von GraalVM ist vielleicht für uns interessanter. Das ist die Möglichkeit, aus einem Java-Programm Native Image zu kompilieren. Und das bedeutet, wir haben dann ein natives Programm, speziell für die entsprechende Plattform kompiliert. Und das ist dann natürlich so schnell wie ein C-Programm. Also Java-Entwicklung, Java-Programme erstmals so schnell und performant wie ein C-Programm. Und das ist natürlich echt ein Game-Changer. Sensationelle Startzeiten sind damit möglich. Also das GraalVM-Team bei Oracle sagt, bis zu 50 Mal schnellere Startzeiten, 5 Mal kleinerer Memory-Footprint. Und damit haben wir die Möglichkeit, unsere Services entsprechend jetzt dann in ein natives Image umzuwandeln und dadurch extrem schnelle Startzeiten zu erreichen, die wir für unsere Microservices brauchen. So, hier sehen wir das Ganze jetzt dann noch. So sieht dann das Architekturschaubild aus. Also die JVM wird ersetzt durch ein Native Image. Und
So würde das dann vom Prinzip her aussehen. Auf einer Plattform, auf einer Container-Plattform wird das Ganze dann betrieben. Jeder Service in seinem eigenen Container containerisiert, schnelle Startzeiten im Millisekundenbereich, kleiner Memory Footprint. Und damit haben wir jetzt die Situation, dass man Java wieder als die führende Programmiersprache für die Cloud bezeichnen kann. Also von wegen, Java wird abgelöst von irgendwelchen anderen Technologien. Nein, also mit dieser Kombination haben wir wirklich wieder modernste Technologie mit großer Performance, die wir brauchen für Microservices. Das Imperium schlägt zurück. Ja, wie sieht es aus mit Persistence? Weil der Titel unseres Talks heißt ja In-Memory Datenbank-Applikationen, die ultra schnell sind. Wenn wir uns die Persistence angucken, da hat sich noch nichts verändert. Da gibt es bisher noch keine Antwort. Hier wird auch klassischerweise weiterhin Hibernate zum Beispiel unterstützt. Das ist der Standard oder Hibernate als de facto Standard. Oder andere OEM-Frameworks oder NoSQL-Datenbanken. Was ist hier jetzt eigentlich das Problem? Oder was sehen wir für Probleme? Oder beziehungsweise ist es wichtig zu erwähnen, dass wenn ich jetzt hier auf Probleme eingehe, ich entwickle ja mit meinem Team zusammen seit 10 Jahren an objektrelationalen Mapping, Frameworks und Tools. Also ich finde das insgesamt gut, dass es das gibt. Aber ich möchte jetzt mal kurz auf die Nachteile eingehen und was wir dann auch versucht haben, mit dem MicroStream-Projekt zu verbessern. Also hier können wir nochmal ein Architekturschaubild sehen. Wir haben zwischen der Applikation und unserer Datenbank ein Framework dazwischen. Warum ist das so? In Java ist alles ein Objekt und alles ist super. Wir können objektorientiert programmieren. Alles ist ja typsicher, größte Stärke von Java, Typsicherheit. Und sobald wir jetzt aber Daten speichern möchten, verlassen wir diesen Weg, diesen reinen, pur Java-Weg. Und wir haben es plötzlich zu tun mit ganz anderen Datenstrukturen. Relationale Datenbanken, ihr wisst es natürlich, speichern Daten in Tabellen. Und Objekte und Tabellen sind völlig inkompatibel. Es ist nicht möglich, einen komplexen Objektgraphen in Tabellen zu speichern. Also brauchen wir hier ein Mapping, ein sogenanntes objektrelationales Mapping, weil es gibt ein Impedance-Mismatch und nicht nur, dass die Struktur Objektgraph auf Tabellen sich nicht abbilden lässt. Nein, wir haben auch noch weitere starke Einschränkungen. Wir können zum Beispiel Vererbung nicht abbilden auf das relationale Modell. Oder das relationale Modell schränkt uns auch entsprechend ein, dass wir nicht so ohne weiteres so einen Graphen durchlaufen können, wie das in Java ist. Wir brauchen dafür entsprechende Joins aufwendig. Ja, und auch von der Abfrage her brauchen wir eine spezielle Abfragesprache. Also das alles hat eigentlich nichts mit Java zu tun und das schränkt uns entsprechend ein. Ja, wie ist das dann mit NoSQL-Datenbanken? Wir haben hier nicht mehr Tabellen, beziehungsweise es gibt spaltenorientierte Datenbanken, die zählen auch dazu, zu den NoSQL-Datenbanken. Da haben wir es schon mit Tabellen zu tun, aber spaltenorientiert. Dann haben wir Key-Value als Datenstruktur oder JSON oder was auch immer, spezielle Objektstrukturen oder spezielle Graph-Datenbanken. Aber all diese Datenstrukturen sind wiederum völlig inkompatibel zu Java-Objektgraphen. Also auch wenn wir eine Graph-Datenbank benutzen, dann ist das nicht das gleiche wie ein Java-Objektgraph. Oder eine objektorientierte Datenbank ist nicht zu verwechseln mit einem Java-Objektgraphen oder mit Java-Objekten. Wir müssen immer hier mappen. Und das ist ein Problem für uns als Java-Entwickler aus unserer Sicht, weil wir dann zwei verschiedene Datenstrukturen haben. Wir müssen zwei verschiedene Datenmodelle bauen, die Java-Klassen, die Datenbank-Datenmodelle. Die sind ja immer unterschiedlich und wir müssen uns immer auf irgendeiner Seite einschränken oder verbiegen. Die Folge davon ist, zur Laufzeit verbrauchen wir durch dieses Mapping unglaublich viel CPU-Zeit. Sehr viel Rechenleistung wird durch das objektrelationale Mapping vergeudet oder verbraucht ganz einfach, weil das ist eine Art Datenkonvertierung. Viele
Entwickler bekommen davon nie was mit und Datenbankhersteller messen auch nur die Zeit, wie lange das eine Query braucht, wie viele Millisekunden dauert das, bis das Ergebnis zurückkommt. Das ist die Performance deiner Datenbank, aber kein Mensch misst, wie lange dauert es, bis ich wieder Objekte habe und ganz normal weiterarbeiten kann. Und wir sehen in Tests, dass das im Bereich von Millisekunden liegt. Und jetzt kommt noch eine dritte Form von Storage dazu, das ist In-Memory. Da das Ganze relativ performant ist, versuchen wir das natürlich, aber wir müssen es versuchen, mit Caches entsprechend zu beschleunigen. Abfrageergebnisse werden in einem lokalen Cache zwischengespeichert. Und das ist toll, weil wird die Abfrage erneut ausgeführt, können wir uns das Ergebnis direkt aus dem Cache holen. Aber, was viele vielleicht auch nicht wissen, die Daten hier liegen auch meistens nicht in Objektform vor und müssen erst entsprechend deserialisiert werden. Und auch das kostet Rechenzeit. Und auch hier verlieren wir extrem viel Zeit beim Zugriff auf Daten. Und das ist so langsam, dass die Zugriffe im Millisekundenbereich stattfinden auf Local Cache, obwohl man denken müsste, bei Cache-Zugriff, das heißt In-Memory-Zugriff, liegen wir im Bereich von Mikrosekunden. Aber nein, ist nicht so. Meistens haben wir Zugriffszeiten auch im lesenden Bereich in Millisekunden. Und das ist echt recht langsam im Vergleich zu, ja, wie man erwartet, wie Speicherzugriffe sein sollten. Das ist die Ausgangsproblematik und wir können im Prinzip tun, was wir möchten. Wir können die Datenbanken von der Performance erhöhen, wie wir wollen. Wir können In-Memory-Datenbanken einsetzen. Die In-Memory-Datenbanken, die aber dann auch leider auf anderen Servern, meistens auf anderen Maschinen laufen, haben wir dann noch Netzwerktransfer dazwischen. So viel können wir da gar nicht beschleunigen und im Nachhinein haben wir immer noch das objektrelationale Mapping, was uns die Performance kaputt macht. Wikipedia erklärt das auch ganz schön. Man kann eigentlich machen, was man möchte. Früher oder später, durch diese Inkompatibilität der Technologien, wird es früher oder später immer dazu kommen, dass die Anwendung entweder für der Performance her deutlich einknickt oder einfach das System so komplex wird, dass man da an Grenzen stößt. Und was machen wir in der Praxis? Wenn eine Node langsam ist, wenn ein System langsam ist, ja, was machen wir dann? Ja, wir sind in der Cloud, ist doch toll. Wir kopieren einfach die Maschinen. Also wenn eine Maschine nicht mehr reicht, den Durchsatz zu bringen und die Performance zu bieten, dann stellen wir eine zweite Maschine hin, fahren eine dritte, eine vierte, eine fünfte hoch und alles ist skalierbar. Tolle Welt. Das Problem ist, unsere Kosten skalieren genauso mit horizontal. Und das ist das große Problem, was viele Unternehmen derzeit haben. Ihre Cloud-Kosten explodieren. Der Entwicklungsaufwand, den habe ich auch schon erwähnt. Wir brauchen zwei Datenmodelle. Wir haben es mit komplexen objektrelationalen Mapping zu tun. Keine Typsicherheit. Bei Queries sieht man häufig SQL-Strings. Oder Query-Sprachen, die SQL-Strings verwenden. Das ist nicht typsicher, eigentlich nicht so toll, würden wir eigentlich ablehnen. Aber bei der Datenbank, bei Datenbank-Applikationen ist das Standard. Ja, und diese Eingeschränktheit, wir können mit relationalen Modellen nicht das bauen, was wir mit Java bauen können und so weiter und so weiter. Schwergewichtige Abhängigkeiten, das ist alles eine Folge. Wenn es dann um die Entwicklung von Microservices geht, dann kommen da noch weitere Herausforderungen auf uns zu, weil nach Domain-Driven Design und diesen Prinzipien sollte auch jeder Service seine eigene Datenbank besitzen, seinen eigenen Data Storage, nicht zentral ein Datenbankserver. Und das ist auch sehr, sehr aufwendig. Und wenn man dann sieht, jede Domäne hat dann vielleicht eignet sich dann ein anderes Datenmodell besser. Will man das? Das will man eigentlich nicht. Ich will ja nicht vier verschiedene Datenbanken und Datenbanksysteme einsetzen. Dann kommen jetzt die Multimodal-Datenbanken auf den Markt, die sagen, na gut, dann bieten wir halt als Datenbank verschiedene Modelle an. Dann brauchst du nur noch ein Datenbanksystem. Das ist prima. Aber wie gesagt, wir haben immer noch weiterhin es zu tun mit inkompatiblen Datenstrukturen.
Und wenn man sich da mal noch Gedanken macht darüber, wie sehr wir eigentlich als Java-Entwickler Datenbanken nutzen, dann fällt überraschenderweise auf, dass wir davon eigentlich gar nicht so viel nutzen, als wir eigentlich sollten, weil Datenbankhersteller, die sagen uns ja, verwendet doch Stored Procedures, Stored Functions. Jetzt wäre meine Frage an euch als Java-Entwickler, wer von euch verwendet bei der Datenbankentwickler Stored Procedures? Also meistens melden sich da ein oder zwei und alle anderen lachen. Warum lachen die? Weil wir keine Prozeduren haben wollen. Wir wollen ja objektorientiert programmieren. Also alles, was Datenbanken eigentlich uns bieten oder sehr viel davon, das ignorieren wir auch im JPA-Standard. Das wird gar nicht unterstützt, weil wir das nicht wollen. Also wir wollen keine Business-Logik in der Datenbank. Das wollen wir im Java-Server haben. Da sagen wir, da gehört es auch hin. Natürlich ist es so, dass viele Entwickler sehen das auch anders und manchmal ist es ein hybrider Ansatz, aber meistens ist es doch so, dass wir diese datenbankspezifischen Funktionen eigentlich nicht verwenden wollen. Das Ganze wird also abstrahiert von JPA und was JPA nicht bietet, fällt einfach hinten runter. Ja, und wir verwenden das gar nicht. Also sehr viel von dem, was uns Datenbanken oder dieses datenbankspezifische Modell uns bietet, das brauchen wir in Java gar nicht, weil wir das eigentlich anders lösen wollen. Und das hat uns zu der Überlegung geführt, was brauchen wir denn eigentlich von Datenbanksystemen überhaupt? Und kann man das dann nicht alles vielleicht ganz anders lösen? Und das führt uns zu dem Ansatz von MicroStream. MicroStream ist keine Datenbank, sondern ein Art Storage Framework, ähnlich wie Hibernate. Ein Persistence Framework. Und um jetzt das Ganze zu verstehen, muss man ein bisschen umdenken, muss auch vielleicht dieses Umdenken auch ein bisschen zulassen, weil wir jetzt weggehen von dem Datenbankparadigma hin mehr zum Java-Paradigma. Das ist für Java-Entwickler manchmal gar nicht so leicht, weil wir so als Datenbank-Profis schon so in diesen Datenbankstrukturen denken. Aber wir müssen jetzt einfach ein bisschen mehr wie Java-Entwickler wieder denken. Was bietet uns eigentlich Java? Wir sind der Meinung, Java bietet uns eigentlich schon fast alles, was wir für die Entwicklung von Datenbank-Applikationen brauchen. Und zwar die perfekte Datenstruktur. Objektgraphen, das ist die perfekte Struktur, weil wir können damit alles aufbauen, alle Java-Typen werden unterstützt. Und es ist auch eine Multimodal-Struktur, weil wir können hier, ja, beliebige Objekte verwenden, wir können auch Listen hier verwenden, wir können Collections verwenden, das ist alles möglich und damit können wir alles, was eine NoSQL-Datenbank an Strukturen bietet, können wir auch leicht in Java in unseren Objektgraphen abbilden. Es gibt auch schon eine Abfragesprache für Objektgraphen, nämlich Streams API beispielsweise. Mit Streams API oder mit GraphQL können wir Objektgraphen sehr leicht abfragen. Das Ganze ist dann natürlich eine Java-API, logischerweise. Es ist dann natürlich typsicher. Das Ganze fühlt sich natürlich, ist ja pur Java, ist ja Core-Java, fühlt sich toll an für uns als Java-Entwickler und ist ultra schnell. Also selbst wenn wir 100 Gigabytes an Daten im Memory haben und denken uns einen ganz extrem komplexen Objektgraph mit unzähligen Zirkelbezügen, wenn wir so einen Objektgraph mit Streams API durchsuchen, es dauert nur Mikrosekunden, weil wir auch hier Parallel-Streams verwenden können beispielsweise und umso mehr Prozessoren, Rechenkerne, das wir haben, umso schneller wird das Ganze, weil die JVM hier hoch optimiert ist für das. Ja, wie gesagt, alles ist typsicher, alles objektorientiert, perfekte Welt. Was wollen wir mehr? Das Ganze ist hier Treffer, Suchergebnisse zu bekommen, schneller wie jeder Datenbankzugriff, haben wir in der Demo bewiesen, das kann eine Datenbank nicht liefern, wenn man das objektrelationale Mapping dazu rechnet, was man ja brauchen, um wieder da weiterarbeiten zu können. Das Einzige, was fehlt, ist tatsächlich die Möglichkeit, Objektgraphen zu persistieren und wieder zu laden. Und genau das ist das, was MicroStream macht. MicroStream speichert Objektgraphen und lädt Objektgraphen. Das ist echt alles und darauf sind wir reduziert.
Das ist das, was wir als Framework aber auch perfekt können. Also ganz nach Separation of Concerns, das ist genau die Aufgabe von MicroStream. Was bedeutet es, Objektgrafen zu laden und zu speichern? Geht auch mit Java-Serialisierung. Ja, der Unterschied ist, und MicroStream ist auch im Kern eine Serialisierung, aber mit MicroStream ist das möglich, einzelne Objekte, aber in der Praxis sind es meistens einzelne Subgraphen zu persistieren, ganz gezielt, und einzelne Subgraphen wieder laden zu können. Und nach dem Laden werden dann die geladenen Objekte automatisch in den Objektgrafen gemerged, sodass wir nicht mit Objektkopien mehr hantieren müssen. Und damit fühlt sich das alles enorm komfortabel an. Wir greifen einfach mit GET-Methoden auf unsere Objekte zu. Und wenn die geladen sind, dann bekomme ich die von der JVM. Wenn sie nicht geladen sind, kümmert sich die Engine drum und lädt automatisch on-demand die Subgraphen in den Speicher und ich habe sie in meinen Objektgraphen. Also alles voll in Memory. Und häufig kommt jetzt an dieser Stelle, ja, Moment, was ist aber, wenn die Datenmenge nicht in die Memory, in den RAM passt, wenn ich Terabytes an Daten habe und ich habe nur einige Gigabytes an Memory? Kein Problem. Das ist ähnlich wie bei Hibernate. Man lädt initial so viel Daten in den RAM, wie möglich ist, wie man das auch bei einem Cache macht, traditionell. Was nicht reinpasst, wird on-demand nachgeladen, wenn auf die Objekte zugegriffen wird. Also ich kann auch Terabytes an Storage-Daten haben, aber nur einige wenige Gigabytes an RAM funktioniert tadellos. Und das ist auch der häufigste Fall. Hat man genügend Speicher, sodass man natürlich seine ganze Datenmenge in den Speicher bekommt, dann könnte das ruhig tun. Ja, dann ist die Applikation natürlich extrem performant. So, jetzt ganz kurz, wie man sich das vorstellen muss beim Speichern. Jetzt habe ich jetzt so eine kleine Animation mal vorbereitet. Also ich kann hier ganz gezielt und explizit die Objekte, die sich geändert haben oder einen Subgraphen dann in die Storage persistieren. Und Christian zeigt das dann anhand von Code. Hier sehen wir, das ist also gar nicht viel. Ich muss nur eine Store-Methode aufrufen auf dem Owner-Objekt und dann wird alles, was sich da entsprechend geändert hat, automatisch von der Engine persistiert und die Daten werden in Form eines Bytecodes, eines Byte-Formats an die Storage immer hinten angehängt, also Append-Strategie, so wie das auch häufig NoSQL-Datenbanken machen. Und ganz wichtig zu wissen, wenn ich eine Store-Methode 1000 Mal aufrufe, dann wird diese Änderung 1000 Mal an die Storage hinten angehängt. Ja, das ist immer so. So, die Storage wird dadurch eigentlich immer größer und wächst entsprechend an. Durch das, dass wir anhängend an die Storage speichern, brauchen wir auch nicht die ganze Storage zu durchsuchen, wenn wir Objekte wiederfinden müssen. Das ist also auch nicht der Fall. Diese Speicheraktion ist auch eine automatisierte Funktion. Das heißt, das Ganze ist transaktionssicher und hochsicher und läuft auch multithreaded ab. Also umso mehr Cores man zur Verfügung hat, desto mehr Channels von der Engine kann man nutzen und desto performanter läuft das Ganze ab. Umgekehrt, wie ist es beim Laden? Wie schon erwähnt, kann ich den ganzen Objektgrafen, also die ganze Datenbank in den Speicher laden, aber meistens ist das nicht der Fall, sondern ich lade ganz gezielt die Objekte oder Subgrafen in den Speicher und initial beim Starten einer Applikation lädt MicroStream immer die Objekt-IDs aller Objekte in den RAM. Das ist das, was als erstes passiert. Also wirklich nur die Objekt-IDs. Damit haben wir einen voll indizierten Objektgrafen. Und wenn der Zugriff auf ein Objekt oder ein Subgraphen erfolgt, wie gesagt, lädt die Engine diesen dann in den Speicher und mergt die Objekte in den Objektgrafen rein. Und der Aufruf dafür ist auch sehr einfach. Hier ein kurzes Code-Snippet dazu. Auch hier wieder, das Ganze läuft, kann parallelisiert werden. Umso mehr Rechenkerne, das man hat, desto schneller läuft dieses Laden entsprechend ab. Und es ist tatsächlich ähnlich wie bei Hibernate, dass man hier entsprechende Subgraphen
dann lädt, nur dass man eben nicht mit Objektkopien zu tun hat. Daraus ergibt sich folgendes Architekturschaubild. MicroStream speichert also Objektgraphen und lädt Objektgraphen und wir verwenden nicht mehr die datenbankspezifischen Datenstrukturen oder Datenformate, sondern speichern das in einem Byte-Format ab und damit sind wir in der Lage, auch jede Storage-Lösung im Prinzip zu nutzen. Also ihr könnt dafür eine Oracle-Datenbank verwenden, relational Oracle NoSQL wird unterstützt, aber auch MySQL oder im NoSQL-Datenbanken, ja, weil wir speichern nur Binaries. Und damit kann man auch die Daten in einer In-Memory-Datenbank speichern. Man könnte sie auch in Kafka speichern und so weiter. Alles, was man im Grunde für als Storage-Layer verwenden kann. Daraus ergibt sich jetzt natürlich ergeben sich folgende Vorteile. Es gibt kein Mapping mehr. Es gibt damit auch keine Notwendigkeit mehr, Job-Objekte zu generieren im Hintergrund. Also Datenkonvertierungen sind eliminiert und damit haben wir extrem performantere Zugriffe auf Datensuchergebnisse im Mikrosekundenbereich durch die JVM. Und damit sparen wir auch eine Menge CPU-Zeit und CPU-Leistung und letztendlich dann auch Kosten im Rechenzentrum, ja, wenn man weniger CPUs braucht. Und in Applikationen bei unseren Kunden sehen wir eine Ersparnis von bis zu 92% weniger Verbrauch an CPUs und damit Rechenleistung und damit Kosten im, in der Cloud oder halt auch on-premise natürlich genauso. Diese Storages werden aktuell von MicroStream unterstützt und weitere Konnektoren werden auch noch folgen. Also wir können im Prinzip alle Datenbanksysteme unterstützen. Ja, hier an der Stelle kommen häufig Fragen. Ja, Moment, du hast doch vorhin gesagt, bei jeder Speicheraktion wird die Storage immer größer. Was ist denn, wenn sich Klassen ändern? Was ist denn dann mit den Objekten, die schon gespeichert sind in der Storage? Dafür bietet MicroStream eine Art wir nennen das Legacy Type Mapping. Also ändert ihr eure Klassen, fügt also irgendwelche neue Attribute dazu, ändert die oder irgend sowas, ja, dann gibt es dieses Legacy Type Mapping und MicroStream erkennt das zur Laufzeit automatisch. Das geladene Objekt stimmt mit deiner Klasse nicht mehr überein. Das erkennt die Heuristik automatisch und löst das auf. Und beim nächsten Mal persistieren wird das neue, die neue Version dieses Objektes persistiert. Dann haben wir alte Versionen und neue Versionen in der Storage. Und dafür haben wir jetzt einen Garbage Collector entwickelt, der auf File-Ebene operiert und den man hoch so konfigurieren kann, dass der in bestimmten Intervallzeiten auf der File-Storage operiert und dann die entsprechend alten Objektversionen aus der Storage entfernt, permanent, sodass die Storage immer gleich bleibt. Von der Größe her ungefähr konstant bleibt und nicht unendlich anwächst. Und damit sind diese Probleme auch von früheren objektorientierten Datenbanken gelöst. Also ihr müsst niemals jetzt irgendwie die Applikation anhalten und die ganze Storage refactoren oder sowas. Das gibt es nicht. Das wird alles zur Laufzeit automatisch gelöst. Ja, das ist im Prinzip die Theorie und Christian wird es dann gleich zeigen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht, ich habe schon ein bisschen überzogen. MicroStream selber ist nicht neu. Also wir entwickeln seit ungefähr 6 Jahren an MicroStream und seit mindestens vier, fünf Jahren sogar wird es schon produktiv in Projekten eingesetzt und ist absolut stabil. Wir beginnen jetzt damit, MicroStream in Microservice Frameworks zu integrieren, weil es natürlich so gut zu Microservices passt. Und wir sind jetzt gerade drüber, ich hätte mir gewünscht, ich kann das heute schon ankündigen, aber wir sind jetzt gerade beim Review. MicroStream wird also jetzt Teil von Project Helidon. Wir arbeiten hier auch sehr eng mit dem Helidon-Team bei Oracle zusammen und in Kürze wird MicroStream dann auch als Open Source released und freigegeben und um das Ganze in Helidon integrieren zu können und dann, wenn ihr dann Helidon downloadet, habt ihr automatisch MicroStream als Feature damit
dabei. Auch arbeiten wir an der Integration von MicroStream an Open Liberty zusammen mit dem IBM-Team. Und wir haben jetzt auch letzte Woche eine Zusammenarbeit mit Payara besprochen und beschlossen. Hier werden wir eine Integration für die Community zur Verfügung stellen. Und ja, wenn das gut in der Community ankommt, ist davon auszugehen, dass es dann auch in den Code von Payara Micro mit übernommen wird. Aber das muss die Community dann entsprechend entscheiden. Es sind auch schon Integrationen geplant für Quarkus und andere Microservice-Frameworks. Und MicroStream läuft auch nicht bloß auf dem Server oder auf dem Desktop. Ihr könnt das auch verwenden für Android. Also wer von euch Android-Apps entwickeln möchte, das ist exakt die gleiche API, also exakt das gleiche, bis auf die letzte Codezeile genau das gleiche. Also deswegen auch sehr leicht dann zu verwenden. Und ja, wie gesagt, es läuft auf dem Desktop, in Container. Ja, die einzige Voraussetzung tatsächlich ist JDK 8. Ansonsten gibt es keine Voraussetzungen. Ihr könnt das nutzen auch mit allen JVM-Sprachen. Mit Kotlin ist es getestet. Also das, jede JVM-Technologie könnt ihr da entsprechend verwenden. So, die drei Main-Benefits, ich habe das schon genannt. Das ist für die Entwickler nur noch ein einziges Datenmodell, eure Java-Klassen. Es gibt keine Abhängigkeiten oder sowas. MicroStream hat nur eine einzige Abhängigkeit, das ist zum JDK. Deswegen für die Integration, ihr braucht da nicht irgendwelche von spezielle Interfaces implementieren oder von irgendwelchen komischen Superklassen ableiten. Verwendet eure Java-Klassen so, wie sie sind. Ihr könnt damit auch Objekte von Third-Party-Libraries speichern. Das ist alles möglich mit MicroStream. Keine Query Language, einfach Streams API, also die ganzen Vorteile von Core Java. Wir wollten hier keine weitere Datenbanklösung entwickeln, die euch wieder irgendwie zu was zwingt, sondern einfach pur Java. Dann mit dieser Performance, die ist wirklich unglaublich. Da kann man wirklich jetzt Applikationen entwickeln, die vorher nicht denkbar waren. Vor allem jetzt im Bereich IoT, Automotive beispielsweise oder Machine Learning, virtuelle Realität und so weiter. Da, wo wir wirklich Performance brauchen. Und Java ist so performant. Wir werden nur gebremst durch Datenbanksysteme, die wir irgendwie an Java anbinden müssen, wo wir Daten hin und her konvertieren müssen. Da verlieren wir so viel Rechenzeit. Und das haben wir auch bei einem Projekt gesehen, bei der Allianz, zusammen mit einem Dienstleister, den wir da unterstützt haben, der für die Allianz Applikationen entwickelt. Und da haben wir eine Datenbank-Applikation geplant, oder die war geplant, hätte auf einem ganz normalen klassischen Cluster mit dieser Architektur standardmäßig laufen sollen, wie ich sie gezeigt habe. Geschätzte Kosten $134.000 pro Jahr bei AWS. Heute läuft diese Applikation auf einer einzigen Maschine. Auf einer einzigen Maschine, die mit pur Java, und Java ist da so performant und schafft so einen Datendurchsatz. Natürlich, das ist jetzt nicht ganz richtig. Es läuft auf zwei Maschinen, weil wir haben das hochverfügbar. Also in Wirklichkeit sind es zwei Maschinen. Also $36.000 ungefähr Kosten anstatt 134. Kann man verschmerzen. Und das ist mit allen Java-Applikationen darstellbar. Ja, und ihr könnt alles verwenden. Also MicroStream ist eine Java-API. Und wir machen nichts anderes als Java. Das heißt, ihr könnt GraphQL verwenden. Volltextsuche mit Apache Lucene. Ihr könnt die Performance optimieren, oder wenn ihr Probleme habt mit großen Speichermengen im Memory, wie es Java oft vorgeworfen wird. Die OpenJ9 JVM ist zum Beispiel auf entsprechend optimiert. Wir erreichen damit oder schaffen größere Datenmengen im Memory, oder die Azul JVM auch zu empfehlen. Also alles, was Java bietet, könnt ihr verwenden. Ja, okay. Das war schon mal der theoretische Teil. Ihr könnt in Kürze, also MicroStream ist ja jetzt schon kostenlos verfügbar. Es wird in Kürze Open Source sein. Es kommt jedes halbe Jahr ein neues Release, das auch halbjährlich dann auch entsprechend supported wird. Der Code wird auf GitHub dann entsprechend veröffentlicht.
in Kürze. Und jetzt habe ich noch einen Bonus gleich schon mal vorab für euch, was cool ist. Ist zwar keine JetBrain-Lizenz, aber ich hoffe, genauso ähnlich cool. Und zwar, wir sind ja auch Mitorganisator der JCON-Konferenz und Java User Group Members können auf jeden Fall kostenlos an den 4 Tagen der JCON teilnehmen. Könnt euch also ein Juk-Ticket jetzt schon buchen über die JCON-Webseite. Ich glaube, insgesamt 1000 Tickets sind verfügbar. Das reicht auf alle Fälle aus. 2500 Teilnehmer werden da erwartet. Also ihr könnt das jetzt schon buchen und seid dann kostenlos dabei. Diesmal auch bei den Workshops und könnt auch Workshops kostenlos buchen. Und dann noch eine coole Sache. Die Firma, die Trainingsfirma FastTrain bietet jetzt Microservices Schulungen an. Und da gibt es auch entsprechend eine MicroStream Fundamental Training und Advanced Training. Die sind recht hochpreisig, aber die sind auch richtig hochwertig. Und mit diesem Code könnt ihr beliebige Schulungen, also unter diesen Microservices Schulungen, könnt ihr beliebige Schulungen kostenlos buchen. Also es ist kein Rabattcode, so 10% günstiger oder sowas. Ihr könnt hier wirklich 2 Schulungen personalisiert kostenlos buchen. Könnt euch mal angucken, wie die Termine sind in diesem Jahr noch. Einfach unter diesem Link, den kann man ja dann nochmal im Chat teilen und dann könnt ihr hier eure Schulungen buchen für euch oder für eure Kollegen, sicherlich auch interessant. Das Ganze ist hier dieser Code auf 100 Schulungen insgesamt limitiert. Also ich hoffe, ihr interessiert euch für Microservices, Trainings über Payara Micro, Quarkus Schulung gibt es, Helidon Schulung, Micronaut wird unterstützt, Spring Boot, GraalVM, Native Image und natürlich unsere MicroStream Schulungen und ich würde mich freuen, wenn da was für euch dabei ist. Könnt ihr euch jetzt dann reservieren. Okay. Markus, was meinst du? Wir haben ein paar Fragen, zwar der Christian hat schon einige davon beantwortet, ja, aber ich würde die dir trotzdem gerne stellen, weil ja, du weißt ja, wir zeichnen die ganzen Sachen auf und somit wäre es auch wichtig, die Leute, die nachher das auf YouTube sehen, dass sie eine Antwort dazu bekommen und ich glaube, es wäre toll, wenn wir die Fragen jetzt für dich nehmen und dann nachher der Christian dann nochmals einen separaten Blog für Fragen hat oder ihr könnt die dann auch miteinander beantworten. Ja. Jetzt der Stefan fragt, warum speichert ihr die serialisierten Java-Objekte nochmals in einer Datenbank ab? Also ist das notwendig oder wieso braucht ihr das quasi als Backend? Ja, sehr gute Frage. Man braucht es nicht. Wir könnten natürlich diese Daten in Plain Files speichern und ganz am Anfang haben wir das auch nur so gemacht und wir haben in der Praxis dann gesehen, dass in sehr vielen Unternehmen aber die Vorgabe ist, eine bestimmte Datenbank zu verwenden. Und es sind da teilweise Projekte nicht zustande gekommen, weil einfach in der IT die Vorgabe war, nee, wir haben Oracle lizenziert, wir müssen Oracle verwenden. Da kommen wir nicht drum rum. Und dann gibt es auch noch die, es gibt aber auch natürlich eine technische Begründung dafür. Mhm. Und zwar das ist, dass man auch die entsprechenden Backup-Funktionen von den Datenbanken nativ schon nutzen kann und das macht dann schon Sinn, weil wenn ich Plain Files speichere, bin ich auch für mein Backup selber natürlich verantwortlich, während mir ein Datenbank-Management-System sowas dann vielleicht schon bietet. Oder was interessant ist, beispielsweise das Speichern der persistenten Daten in einem zum Beispiel verteilten Filesystem wie Amazon S3, das von Haus aus hochverfügbar ist über sogar Regionen hinweg, die Daten verteilt werden können. Und da kann man dann entsprechend Services verwenden, um die ich mich dann nicht mehr kümmern muss. Und damit hat das schon seine Berechtigung auch technisch. Aber grundsätzlich stimmt, also man kann auch die Daten einfach nur in Plain Files speichern. Aber eben wie du jetzt gesagt hast, auch die Verteilung, die Synchronisation zwischen den einzelnen Applikationen müsste man irgendwie gewährleisten. Und ob man denn gerade S3 in der Firma hat, weiß ich nicht, je nachdem. Das ist nur ein Beispiel natürlich, ja. Also man kann jetzt auch zum Beispiel einen eigenen Redis-Cluster aufsetzen in-house, on-premise. Oder ein ganz anderer Ansatz wäre zum Beispiel, die Objekte in Kafka zu speichern, in einem Kafka-Cluster. Mhm. Und das hat Adam Bean auch in einem Talk schon empfohlen. Er hat davon gesprochen, von Object Stream Mapping, weil man mit MicroStream
die Objekte, so wie sie sind, direkt in Kafka speichern kann und aus Kafka wieder lesen kann, ohne dass man sich um irgendein Mapping oder Datenkonvertierung nach JSON und so weiter wieder kümmern müsste. Damit hat man natürlich erstens mal Performance-Ersparnisse und vom Entwicklungsaufwand natürlich auch entsprechende Vorteile. Genau, der Thomas fragt, wie grenze ich MicroStream von klassischen E-Memory-DBs ab, wie zum Beispiel Apache Ignite oder Hazelcast? Man kann das wirklich ganz leicht so beantworten, dass man, dass alle Systeme, die da draußen Daten speichern, immer ihre eigene Datenstruktur vorgeben. Immer. Und speichern niemals Java-Objekte. Das heißt, ich brauche immer ein Mapping. Ich habe es immer mit zwei Datenstrukturen zu tun. Mit meinen Java-Klassen habe ich es zu tun und ich habe es dann mit Key-Value zu tun, wie zum Beispiel bei Hazelcast oder bei anderen In-Memory-Datenbanken wie HANA mit spaltenorientierten Daten oder mit ja, JSON-Format, wie auch immer. Das ist der große Unterschied. Jede einzelne Datenbanklösung, jedes In-Memory Data Grid, jede In-Memory Datenbank, es wird immer eine Datenstruktur vorgegeben, die nicht Java Objective kompatibel ist. Ja, und das macht MicroStream nicht. MicroStream gibt gar nichts vor. Du nimmst deine Java-Klassen, du kannst alle Typen speichern, die Sinn machen. Du kannst kein Thread persistieren, aber das ist ja nicht sinnvoll. Ansonsten kannst du alles so persistieren, wie es in Java ist, kommst mit keiner anderen Datenstruktur jemals in Kontakt, die du nicht willst. Und das ist der große Vorteil. Es muss dadurch auch nicht gemappt werden und durch dieses Mapping verlieren wir auch dann keine unnötige Rechenzeit und keine Latenz. Und das macht das Ganze nochmal sehr viel schneller. Ela hat auch zwei Fragen, die irgendwie miteinander verbunden sind. Und zwar hat sie gefragt, quasi, was passiert, wenn der Graph nicht in die Memory reinpasst? Ja. Und das andere ist, wenn man das quasi auseinanderbricht, merkt sich dann die Datenbank die einzelnen Stellen, wie das nachher zusammengemappt werden muss? Also zur ersten Frage, wir haben das fast in allen Projekten, dass man nicht genügend Memory hat, wobei das ist ein bisschen sogar schon Widerspruch, ne? Also man sagt, ich programmiere eine In-Memory-Datenbank, aber ich habe nicht so viel Memory, dass die Daten reinpassen. Normalerweise hat man dann genügend Memory, aber es ist nicht in allen Projekten so. Wie gesagt, tatsächlich in den meisten Projekten haben wir viel, viel weniger Memory als Storage-Daten. Das ist der Normalfall. Und damit das funktioniert, lädt die Engine alle Objekt-IDs, also von allen Objekten, die in der Storage bekannt sind. Initial lädt die Engine diese Objekt-IDs in den Speicher und baut sozusagen einen Objektgraphen im Memory auf durch Objekt-IDs. Das sind dann nur die Metadaten von den Objekten und damit braucht man ganz wenig RAM dafür. Damit ist die komplette Struktur bekannt. Und jetzt kann ich das, was ich jetzt tatsächlich im RAM brauche, on-demand nachladen. Also initial lädt die Engine schon mal die Daten vorab in einen internen Cache in den RAM und nutzt sozusagen den Memory schon mal komplett aus. Und damit ist ein Zugriff auf die Daten natürlich sehr schnell dann möglich und die Ergebnisse sind sehr, sehr schnell da. Die Daten, die noch nicht im Memory liegen, wie gesagt, die werden dann on-demand nachgeladen. Wenn ich jetzt auf irgendein Objekt zugreife das, oder auf irgendeine Collection, die irgendwo ganz weit unten in meinem Graph hängt und ich greife das erste Mal drauf zu, dann wird das Ganze on-demand in die Memory geladen und in den Objektgraphen reingemerged. Und Objekte, die auch nicht mehr jetzt zum Beispiel dann verwendet werden, die nicht mehr referenziert werden im Objektgraphen, die werden natürlich vom Garbage Collector, der JVM automatisch gelöscht und man hat als Entwickler auch die Möglichkeit, diese Subgraphen, die man nachlädt, diese Referenzen, die kann man auch wieder aus dem Memory löschen, um so dann wieder Speicher freizugeben. Also das ist hoch konfigurierbar, das kann man alles einstellen. Okay. Das ist auch gar nicht so schwer. Der Dominik fragt auch eine interessante Frage. Ist es möglich, auf MicroStream zuzugreifen mit Sprachen, die nicht für die JVM gemacht sind? Oder
liegt darunter Java-Serialisierung und man kann nur mit Java drauf oder mit Scala oder Kotlin drauf zugreifen. Ja, also im Moment ist das so, dass man nur mit JVM-Sprachen, also nur Java-basierenden Sprachen, arbeiten kann, weil MicroStream in Java geschrieben ist. Es liegt allerdings, da muss man aufpassen, nicht die Java-Serialisierung wird hier verwendet, weil sonst ginge das nämlich nicht. Weil wir werden ganz oft darauf angesprochen, hey, das ist ja eine uralte Idee. Das haben 1000 Entwickler schon vor euch gehabt, dass man das mit Serialisierung einfach machen kann. Aber es geht leider nicht mit der Java-Serialisierung, weil wenn ihr da versucht, Subgraphen nachzuladen und ihr habt Zirkelbezüge, dann ladet ihr den kompletten Objektgraphen, also eure komplette Datenbank in den Speicher, damit ist das Ding gestorben. Das ist dann nicht verwendbar. Also MicroStream ist eine eigene Serialisierung from scratch, komplett neu geschrieben, basiert auf nichts anderen, also auf auch keiner anderen Serialisierung, die auf dem Markt ist, sondern MicroStream ist eine eigene Serialisierung und nur damit ist das möglich. Und so funktioniert das intern. Und seid ihr auch kompakter? Definitiv kompakter und auch deutlich schneller. Die MicroStream-Serialisierung ist ungefähr, in unseren Tests waren es bis zu mindestens 100 Mal schneller als die Java-Serialisierung. Und MicroStream kann auch nicht bloß verwendet werden zum Persistieren von Daten. Da sind wir jetzt ein bisschen off-topic für heute, weil es geht um Persistierung. Aber MicroStream kann natürlich auch für das Übertragen von Objekten von einem JVM-Prozess zum anderen verwendet werden. Und da sind wir extrem sicherer als die Java-Serialisierung, die als extrem unsicher gilt, weil man ganz leicht beim Deserialisieren entsprechend Shortcode injecten kann. Und bei der Deserialisierung wird dieser Code automatisch ausgeführt. Da kannst du nichts dagegen tun. Und Blacklisting und Whitelisting, das Ganze hilft eigentlich nur begrenzt. Und deswegen bezeichnet selbst der Mark Reinhold die Java-Serialisierung als den größten Fehler, den sie überhaupt gemacht haben und ist eigentlich verbunden mit ungefähr 50% aller Security-Leaks in Java. Und die kann ich beseitigen, wenn ich die MicroStream-Serialisierung nehme, weil bei der Deserialisierung führt MicroStream keinen Code aus. Also kann ich da Shortcode injecten, wenn ich möchte, aber der wird nicht ausgeführt und damit ist sie nicht hackbar. Also heißt das, ihr habt eigentlich ein Remoting-Protokoll implementiert für die Datenbank? In Art und Weise. Ja. Könnte man so bezeichnen. Okay, cool. Ella hat noch eine Frage, nachher übergebe ich euch wieder. Sie fragt quasi bezüglich dieser Indizierung, die ihr habt über diese IDs. Gibt es auch andere Varianten? Wahrscheinlich geht es ja auch darum, mal Sachen zu finden da drin und nicht nur ein Lookup über eine ID zu machen. Also gibt es so quasi eine Funktion wie zum Beispiel Volltextsuche wahrscheinlich, oder? Ja, damit haben wir uns eigentlich überhaupt nicht auseinandergesetzt, weil ich kann Indizes aufbauen mit, also es wird immer gesagt, da haben die Datenbanken ihre ganz großen Stärken und so weiter und das können wir in Java auch, weil wir können Collections verwenden. Wir haben uns nicht damit befasst, Volltextsuche zu implementieren, weil das macht Lucene. Das ist wirklich sehr gut dafür geeignet. Elasticsearch basiert auf Lucene und damit haben wir eigentlich schon alles, was wir brauchen. Und wir entwickeln wirklich streng nach Separation of Concern. Wir sagen, wir können nichts wirklich gut, aber wir können Graphen persistieren und das ist das Einzige, was wir brauchen. Alles andere habt ihr schon. Ihr habt eine perfekte Query Language mit Streams API oder GraphQL. Volltextsuche mit Lucene, es ist alles schon da und alles ist mit Java extrem performant, wenn man das alles nur verwenden könnte. Und MicroStream ist eigentlich wirklich das letzte fehlende Puzzlestück, damit wir diese Objektgraphen einfach speichern und laden können. Alles andere macht Java auch viel, viel besser. Da brauchen wir euch nichts hinzuentwickeln. Das wird mir eigentlich bloß noch schlechter machen, denke ich. Und deswegen konzentrieren wir uns auf Speichern und Laden von Objektgraphen und das ist das, was MicroStream perfekt macht. Super, Das ist natürlich dieser Paradigmenwechsel und das, auch das Umdenken, dass man sich von dem Datenbankparadigma löst und auch von diesen Erfahrungen, die Datenbank kann das und das doch so gut. In Java habt ihr alles, was deutlich, deutlich schneller ist. Ja. Bewiesen von sämtlichen Demos oder auch in Applikationen, die wir mit Kundenprojekten, also in Kundenprojekten auch haben. Dankeschön. Ich würde mich wieder ausklinken und dann könnt ihr in den zweiten Teil rübergehen.
Okay. Muss ich den freigeben, den Bildschirm? Christian, kannst du den? So, ich denke, man kann es sehen und man kann mich hören. Einen wunderschönen guten Abend, hallo zusammen von meiner Seite. Ich werde mich jetzt hier um den zweiten Teil kümmern, vielleicht noch ganz kurz zur Beantwortung einer Frage, weil es um die Serialisierung ging. Auf der untersten Ebene ist MicroStream tatsächlich nicht mehr wie die Möglichkeit, Objektgrafen zu serialisieren und partiell abzudaten. Von dem eigentlichen Storage-Aspekt nochmal ganz abgesehen. Und das erklärt vielleicht nochmal ganz eindrucksvoll, was dahinter passiert. Aber jetzt ganz kurz zu meiner Person. Kümmel Christian ist mein Name. Ich bin seit nunmehr 12 Jahren in der Java-Entwicklung tätig. Habe mich so über die Jahre hinweg so ein bisschen zum Spezialisten für relationale Datenbanken entwickelt, in Verbindung mit Hibernate dann auch, habe auch dementsprechend an Projekten gearbeitet, wo das Ganze da ist. Und meine Erfahrung aus dem Bereich war immer, Hibernate ist eine super Technologie, auch relationale Datenbanken sind eine super Technologie, aber man muss sehr viel Know-how und Wissen mitbringen, um beides unfallfrei bedienen zu können. Und früher oder später wird man zum Experten, aber es dauert lange und man erleidet schwere Verletzungen auf dem Weg dahin, sage ich jetzt mal. Mittlerweile bei MicroStream tätig in der QA und ebenfalls in zwei Projekten, in denen MicroStream bereits im Einsatz ist. Das ist einmal der Frankfurter Flughafen, bei dem wir MicroStream bereits in der Gepäckabfertigung mit haben und der Allianz, in der wir sehr viele Compliance-Projekte aktuell mit MicroStream umsetzen. Von daher ist es mittlerweile so, dass aus diesem Steckenpferd von relationalen Datenbanken und Hibernate eigentlich MicroStream geworden ist. Und ich bin jedes Mal froh, wenn ich ein neues Projekt sehe mit MicroStream, weil es einfach viel, viel besser ist zu bedienen und viel, viel effektiver. Aber wie effektiv das Ganze ist, möchte ich zeigen in zwei Beispielen, die ich mitgebracht habe. Das sind zwei Micronaut-Projekte. Für diejenigen, dem Micronaut jetzt kein direkter Begriff ist, ich gucken mal, ob ich den Link noch habe hier. Gucken wir mal, ob ich hier richtig bin. Schaue ich mal. Ne, ist nicht so schlimm, teile ich später nochmal. Micronaut ist ein Microservice-Framework und was man hier schon sehen kann, das sind diese beiden Projekte hier in meiner Entwicklungsumgebung. Das erste Projekt nennt sich MicroStream Quick Demo. Das ist ein ganz kleines Demo, das mal zeigt, wie einfach MicroStream grundsätzlich in der Verwendung ist. Und im zweiten Demo, das ist so ein kleines CRUD-Demo, da zeige ich so ein bisschen diesen Best-Practice-Ansatz, den es gibt, wenn man das Ganze verwendet. Und mit der Einführung möchte ich mich jetzt gleich auf dieses Micronaut-Quick-Demo-Projekt stürzen. Da gibt es eigentlich nur zwei Klassen, die für uns jetzt in dem Beispiel interessant sind. Und zwar einmal ist es die Application.java, das ist die ganz klassische Startdatei. Und dann gibt es den sogenannten Action Controller. Das ist eine Controller-Klasse, die schauen wir uns dann an, weil wir das Ganze über REST-Service bedienen werden. So, jetzt gucken wir uns mal an, was wir tatsächlich brauchen. Bevor wir einsteigen, klar, wir brauchen in der POM-XML natürlich die Abhängigkeiten für MicroStream. Die habe ich schon mal hier reingepackt. Einmal natürlich das Repository, das wir brauchen, findet ihr übrigens alles in unserer Dokumentation. Und wir brauchen zwei, sage ich mal, grundlegende Abhängigkeiten. Das ist einmal Storage Embedded in der derzeit aktuellsten Version 0.4.1 und einmal die Storage Embedded Configuration, wobei man die jetzt für das einfache Beispiel eigentlich nicht bräuchte, aber es ist immer gut, das mitzunehmen, damit ich die Möglichkeit habe, MicroStream in gewisser Weise zu konfigurieren. Werden wir aber hier jetzt aktuell nicht brauchen. Gut, schauen wir uns mal an, was wir brauchen. Ich werde so ein bisschen Copy-Paste machen, also nicht wundern, dass hier plötzlich wie von Geisterhand der Code auftaucht. Was wir zuallererst brauchen, ist ein Attribut, nämlich unser sogenannter Embedded Storage Manager, die eigentliche Datenbank, wenn man so will. Das heißt, das ist derjenige, der sich tatsächlich um die spätere Storage kümmert. Wir werden übrigens in diesem Beispiel eine ganz normale File-Storage verwenden. Ich werde die dann auch später zeigen. Aber den Storage-Manager, das ist so der Dreh- und Angelpunkt. Das heißt, immer wenn ich was storen möchte, gehe ich zu dem. Immer wenn ich was laden möchte,
Oder beziehungsweise immer, wenn ich was von der Storage möchte, dann frage ich diesen Storage Manager und der gibt mir dann auch die gewissen Elemente zurück. Wenn wir etwas speichern wollen, dann brauchen wir natürlich auch etwas, was wir speichern können. Und in dem allereinfachsten Fall, ich habe mir mal Folgendes überlegt, ich mache hier mal eine Liste und zwar aus Instance, also ganz normalen Zeitstempeln, sage ich jetzt mal, und die möchte ich jetzt einfach mal speichern. Ja? Und deshalb habe ich sie hier oben mal als Attribut mit hinzugepackt und dann gucken wir uns da mal an, was da passiert. So, dann gehen wir mal in unsere Main-Klasse hier rein. Jetzt brauchen wir ein bisschen Code. Wir müssen natürlich erstmal eine Instanz erzeugen. Das heißt also, wir machen Folgendes. Wir sagen, wir instanzieren hier unseren Storage Manager, benutzen dafür die Methode Embedded Storage.start. Und was jetzt ganz wichtig ist, wenn wir uns einen Objektgraphen vorstellen, dann gibt es an einem Objektgraphen immer ein oberstes Element, das sogenannte Root-Element. Und in meinem Fall habe ich aber kein spezielles Root-Element, sondern ich sage einfach, ich gebe hier meine Liste an Instance hier rein und im Grunde genommen ist mein Root-Element diese Liste. Ob in dieser Liste was enthalten ist oder nicht, spielt jetzt hier erstmal keine Rolle. Ich habe hier einfach nur eine leere Liste, das ist mein Root-Element. Und damit ich die Storage jetzt schon mal mit diesen Einstellungen hier vertraut mache, mache ich Folgendes. Und zwar, also instanziert wird natürlich die Storage in dem Moment jetzt schon, wenn ich das hier aufrufe, weil ich starte das Ganze schon. Das heißt, das Objekt wird instanziert, die Root wird gesetzt, in unserem Fall die Instance. Und im nächsten Step sage ich dann noch StoreManager.StoreRoot. Das ist so ein ganz allgemeiner Aufruf. Damit sage ich ihm, pass mal auf, speichere einfach die komplette Veränderung, in unserem Falle unser Root-Objekt weg. Und damit ist das Ganze erledigt. Hier sieht man schon mal eine Besonderheit. Ich rufe deshalb StoreRoot auf, weil wir mit MicroStream immer das wegstoren, was wir tatsächlich verändert haben. Das ist manchmal ein bisschen seltsam und manchmal kommt man ein bisschen durcheinander. Man kann es vielleicht viel besser sagen, wenn ich sagen würde, wir storen immer den Reference Holder. Also sprich immer der tatsächlich ein Element in sich aufnimmt. Und wenn wir hier in dem Fall uns befinden, dann fügen wir sozusagen das Objekt unserer Root hinzu. Deshalb storen wir auch die Root, weil wir haben die Root verändert. So, und last but not least wollen wir natürlich noch ein bisschen was auf der Konsole sehen, damit wir auch sehen, dass was passiert ist. Ich werde einfach mal so ein kleines, ich hole mir mal die Size von den Instance hier und gucke mal nach, was passiert hier, was sehe ich denn hier, damit man auch ein bisschen was sehen kann. Was in der Action-Controller-Klasse hier enthalten ist, ist nichts anderes wie ein kleiner REST-Call und der macht im Moment macht er gar nichts eigentlich, deshalb ist er für uns erstmal nicht relevant. Ich kann jetzt mal hergehen und kann einfach mal diese Application hier starten und dann gucken wir an, was hier passiert. Ich sage mal Run as Java Application, dann der Micronaut-Server startet in dem Moment, genau, und was er hier unten schreibt, ist, es befinden sich also null Entries in der Database. Das heißt also hier, die Datenbank ist leer. Das werden wir jetzt dann gleich ändern. Aber es lohnt sich mal der Blick hier oben links. Muss ich mal gucken, ob ich hier schon richtig bin. Warten wir noch einen kleinen Moment, dann kann ich das besser zeigen. Beschäftigen wir uns mal mit unserem Controller hier. Und mit dem müssen wir ein bisschen was machen. Da müssen wir also ein bisschen was einfügen. Auch hier mache ich hier einen kleinen Copy-Paste. Ich hole mir also hier ein paar, das können wir direkt machen. Genau. So, ich fange also hier an mit einem In-Stream. Jetzt muss ich natürlich noch was zurückgeben. Ich sag mal, so. Kleinen Moment, da schreiben wir noch was rein. Elemente hinzugefügt. Genau, so, was machen wir hier? Wir iterieren einfach hier über 50 Einträge, das heißt, wir machen hier so eine kleine Schleife, 50 Elemente und jedes Mal fügen wir zu unseren Instance hier, adden wir also eine neue Instanz hinzu und am Ende machen wir Folgendes, wir gehen zu unserem Storage Manager, wir holen uns den aus unserer Application Class und sagen hier Store und sagen hier, was wir storen möchten
Und klar, ne, wir wollen unsere Application Instance storen. Das sind im Prinzip, ist es die Referenz, die wir hier in unserer Klasse haben. Die wollen wir natürlich storen. Das machen wir jetzt mal. Das heißt, ich kann es hier wieder ein bisschen kleiner machen. Beende jetzt mal den Server und starte den einfach nochmal neu. Dann können wir das Ganze dann auch callen. Run as Java Application. Jawohl, da sind wir. So, jetzt gucken wir mal, dass wir den richtigen Browser finden. Das müsste der sein. Genau, also hier habe ich den Call schon mal drin. Das ist der Action Call. Und den rufe ich jetzt einfach mal auf. Jetzt sagt er mir, okay, Elemente hinzugefügt. Wir haben immer noch null Entries. Aber wenn wir das Ganze jetzt neu starten, sollte man sehen, ich mache das gerade mal, sage hier nochmal Java Application. Genau, und was wir hier jetzt sehen, wir haben jetzt hier 50 Entries in der Datenbank. Ist ein super einfaches Beispiel, aber es zeigt ziemlich eindrucksvoll so erstmal die grundsätzliche Funktion von MicroStream. Und das Schöne dabei ist, es wird nicht komplizierter. Das ist nämlich wirklich das Einzige, was ihr insgesamt machen müsst. Ihr definiert euren Storage Manager, ihr definiert irgendein Root-Objekt und ihr könnt dieses Root-Objekt nach Belieben erweitern und ihr könnt in diesem Root-Objekt auch beliebig viele Collections anlegen, Sub-Entities zum Beispiel und so weiter und so weiter. Und am Ende müsst ihr nichts weiter tun, als einen Store aufzurufen und dann könnt ihr Teile eurer Storage sozusagen wegspeichern. Jetzt gucke ich gerade noch mal, ob wir hier mit einem Refresh da mal ein bisschen mehr sehen können. Genau, nämlich, was ich noch zeigen wollte, ist, was ist jetzt eigentlich passiert oder wo hat er das Ganze jetzt denn hingespeichert? Ich habe das hier so eingerichtet, dass die Storage tatsächlich hier in meinem Projekt mit landet und dass man ein bisschen sehen kann, was da ist. Es werden eine Datei erzeugt und ein Folder. Das erste, was wir hier sehen, ist das sogenannte Persistence Type Dictionary. Hoppala, das ist ein bisschen groß. Sieht so aus. Letztendlich wird jedes Objekt hier in diesem Dictionary sozusagen aufbewahrt. Und jetzt mache ich es mal ein bisschen, schiebe es mal weg, genau. Und wird sozusagen registriert, damit wir es später auch wiederfinden können. Und in dem Channel 0, was ich hier sehe, das sind die eigentlichen Storage-Dateien, in der die Daten dann später liegen. Channel 0 heißt deshalb Channel 0, weil es später mehrere Channels geben kann. Das heißt, wir werden in der Lage sein, multithreaded das Ganze auch auf die Platte zu schreiben und uns wieder zurückzuholen. Und damit man jetzt mal ein bisschen ein ausführlicheres Beispiel sieht, ich schließe mal das Simple-Demo und wechsle einfach mal zu diesem CRUD-Demo. Ich mache das hier unten mal zu. So, und hier sieht man schon, das ist ein bisschen umfangreicher, aber auch nicht sehr viel. Was haben wir hier? Wir haben das Ganze mal ein bisschen aufgeteilt. Unsere Application Class, unsere Main, ist relativ clean. Die brauchen wir, wie gesagt, nur zum Starten. Und jetzt sieht man schon, habe ich das Ganze ein bisschen verteilt. Es gibt bei mir eine DB Class, in der befindet sich mein Storage Manager. Und jetzt sieht man hier schon, hier gibt es eine Referenz auf ein Root-Objekt. Das heißt, das ist jetzt nicht mehr eine Liste an Instance, sondern das ist jetzt tatsächlich ein Data-Root-Objekt. Das schauen wir uns gleich mal an. Und was man in dem Data-Root-Objekt findet, ist einfach nur ganz klassisch eine Liste an Books, die ich da eben speichern kann. Wie gesagt, ich könnte ganz viele Collections da drin haben, Books kann weitere Sub-Entities haben und so weiter, spielt also gar keine Rolle. Und was ich hier mache, ist Folgendes. Hier ist ein bisschen mehr Code, weil ich jetzt diese Konfiguration mit hinzugefügt habe. Das heißt, es gibt also hier eine MicroStream.xml-Datei. Die findet man hier unten. Und in der habe ich so zwei, drei Sachen konfiguriert. Nämlich einmal habe ich gesagt, okay, ich habe hier ein Base Directory festgelegt. Also wo sollen die Daten hin? Kann ich also nach Belieben, zum Beispiel auch gerade im Kubernetes-Umfeld oder im Docker-Umfeld, kann ich hier Volumes definieren, wo die Daten hinlanden sollen. Ich kann einen Channel-Count festlegen. Das ist das, was ich erwähnt hatte. Das ist im Prinzip die Möglichkeit, multithreaded dann auf die Platte zu schreiben. Und dieses XML-File, da können ganz viele Informationen drinstehen, soll aber jetzt hier gar nicht so stark drauf eingegangen werden. Wichtig ist nur, dass ich diese XML-File als Konfigurationsfile nehme und dann am Ende sage ich Storage Manager
lade mir die XML, um das zu definieren, und ich erzeuge einen Embedded Storage Manager und dann sage ich wieder Start. Und ganz wichtig, hier übergebe ich mein Root-Objekt, ähnlich wie ich das beim ersten Beispiel auch schon gemacht habe. Ja, das Root-Objekt habe ich gezeigt. Gucken wir uns mal das Book-Objekt an. Das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant. Und zwar, jetzt kam die Frage auf, was unterscheidet uns von anderen In-Memory-DBs? Hazelcast kam, glaube ich, es war noch ein anderes Framework dabei. Was erstmal ganz wichtig ist, dass wir Serializable nicht implementieren. Das ist mal ein ganz wichtiges, weil wir eine eigene Serialisierung haben und wir brauchen, wenn man sich hier das auch genauer anschaut, wir haben hier auch keinerlei Annotation oder Ähnliches drin. Das heißt, wir brauchen einzig und allein nur den Bean-Standard und benötigen keine zusätzlichen Annotations, Interfaces, was auch immer. Das heißt, es sind reine Java-Klassen, reine Java-Pojos, wenn man so will, und die verwenden wir zum Storen. Und es gibt auch keine Zwischenschicht, sondern das sind die Objekte, auf denen wir später auch arbeiten werden. Und wir brauchen kein zusätzliches Data Mapping mehr. Vielleicht ist das, unterscheidet uns auch nochmal ganz stark von vielen anderen, die nochmal ihre eigene Struktur haben, um Daten abzulegen. Genau. Es gibt einen Book Controller, der ist schon ein bisschen umfangreich. Ich habe schon ein bisschen mal vorgearbeitet. Und hier können wir jetzt hergehen und mit Blick auf die Uhr, ich will es nicht zu lang machen, ich werde dann auch gleich den Branch wechseln, sodass man so ein bisschen mehr sieht. Hier würde ich quasi sozusagen den Code unterbringen, den wir jetzt bräuchten, um Books zu erzeugen, hier an der Stelle, um einzelne Bücher zum Beispiel abzuspeichern. Das werden wir uns jetzt gleich angucken. Dann die Möglichkeit, wie wir Books zurückliefern. Na, das ist schon mal ganz interessant, dass ich einfach bloß zu meiner DB gehen muss, sage, gib mir die Root und gib mir die Bücher. Ich brauche also hier kein SQL, kein gar nichts, sondern ich gehe zu meiner Root und hole mir die Sachen einfach. Und vielleicht nochmal auf die Frage, wie grenzen wir die Teilbereiche ab, die vielleicht für den Speicher zu groß sind. Letzten Endes verwenden wir einen Lazy Wrapper. Das ist eine Klasse und der lädt die Daten on demand nach, wenn ich sie brauche, sodass ich nur die Daten im RAM halten muss, die auch wirklich hochfrequentiert sind und die auch hochperformant geliefert werden müssen. Dann haben wir hier dann noch die Möglichkeit, mal einen Stream zu machen. Das dürfte für euch alles nichts Neues sein. Aber es gibt natürlich auch Möglichkeiten, um diese Books zu löschen dann wieder oder zu updaten. Und das gucken wir uns einfach jetzt direkt mal an. Ich switch mal zu einem weiteren Branch. Da haben wir das alles schon erledigt und da sieht man jetzt schon ein bisschen mehr Code. Schauen wir uns mal die Create Books hier an. Also das heißt, was hier passiert, hier hole ich mir einfach eine Liste an Büchern aus einem File, das ich hier unten habe in meinem Mockup-Ordner. Ich habe hier Books drin, das ist ein JSON-Objekt, da lade ich die und dann habe ich die hier alle in meiner Liste. Und was ich hier mache, ist Folgendes. Ich sage einfach nur, du Root, gib mir mal die Book Collection und dann sage ich einfach add all. Und dann füge ich alle diese erzeugten Bücher zu meiner Collection hinzu und sage dann, wir erinnern uns, wir speichern immer das ab, was wir auch tatsächlich verändert haben. Und in unserem Fall haben wir die Collection verändert, nämlich GetBooks. Und deshalb schmeiße ich auch GetBooks hier in meinen Store rein und damit wird es wegpersistiert. Das war's. Also muss man gar nicht mehr machen. Um so ein Einzelbuch zu erzeugen, ist das fast dasselbe. Ich mache hier einen Autor, das ist ein in dem Fall schon weiter fortgeschrittenes Objekt. Ich habe nämlich hier noch ein Autorenobjekt, das hängt hier unten an Books mit dran, hier sieht man das. Und dann, wo ist mein Controller? Da ist er. Genau, und dann kann ich den hier hinten auch mit anhängen. Ich nehme hier das Book und weil er weiß, der wird immer das Objekt abwärts storen. Das bedeutet, wenn ich hier sage, ich hole mir wieder die Books, ich füge dieses eine Buch hinzu und am Ende mache ich wieder genau dasselbe, was ich oben gemacht habe. Ich store hier wieder die Collection, indem ich das Ganze hinzugefügt habe. Das werden wir später auch nochmal im anderen Beispiel ein bisschen besser sehen. Und dann wird Autor automatisch mitgespeichert. Genau. GetBooks, das haben wir schon gesehen. Wie kann ich mir die zurückgeben? Hier sehen wir nochmal ein klassisches Beispiel zur Verwendung der Streaming API mit Filter. Eigentlich die perfekte Variante, kann fast alles, sage ich mal, oder ich glaube, kann alles, was SQL auch bietet. Und das, was es nicht bietet, ist für MicroStream auch nicht mehr notwendig. Es gibt ganz viele Sachen,
Wir werden immer wieder gefragt, Indexierung und so weiter, ist das für MicroStream wirklich relevant oder gibt es Möglichkeiten, Indexe zu setzen? In dem Fall nicht mehr, weil es gibt keine Primary Keys, Foreign Keys mehr, es gibt solche Geschichten nicht mehr, dass ich nur noch, ich habe im Prinzip meine Referenzen in meinem Objektmodell. Und selbst wenn es mal wirklich notwendig ist, sich einen Index zu bauen, dann verwende ich zum Beispiel anstelle einer Liste oder einer Array-List oder irgendeiner Collection, verwende ich einfach eine Hash-Map zum Beispiel und dann kann ich mir hier jeden beliebigen Index dieser Welt festlegen. Und dann vielleicht noch ein wichtiger Punkt, früher war es so, wenn wir zum Beispiel Bücher hatten und oder zum Beispiel Autoren als schönes Beispiel, dann gab es in der relationalen Welt immer eine Tabelle, da standen alle Autoren drin und die waren mit einem Foreign Key zum Beispiel mit einem Buch verdrahtet. Das alles ist mit MicroStream eigentlich hinfällig, weil diese Liste an Autoren, die braucht es eigentlich gar nicht mehr, sondern jedes Buch trägt seinen Autor mit sich und somit ist das Buch der Index für den Autor als Beispiel. Es kann natürlich immer noch sein, also sprich, das Objektmodell selbst sorgt dafür, dass wir nichts, keine so großen Collections mehr haben, in denen wir mit viel SQL und Mühe uns die Daten rausholen müssen. Eine Möglichkeit, Sachen zu löschen, ist ganz einfach. Ich remove einfach Sachen oder ich cleare einfach, ich lösche einfach diese Bücher und dann store ich wiederum die Collection. Und jetzt ist vielleicht nochmal interessant, und zwar, wenn es um das Update geht. Was ich hier mache, ist ganz einfach. Ich hole mir so ein Buch oder ich streame mir eins und sage, gib mir das erste, gib mir das zurück. Und dann habe ich das Buchobjekt. Und dann kann ich sagen, set release, ein ganz normaler Setter-Aufruf, wie was gewohnt ist. Und ich adde hier ein new local date dafür. Und jetzt ist ganz klar, ich store wieder das Objekt, welches ich verändert habe. Ein Aufruf, ich gehe wieder über meinen Store-Manager, sage hier Store und packe hier mein Buch hier rein und damit ist es wieder gespeichert. Also es ist wirklich super einfach und es gibt tatsächlich gar nicht so viel mehr Varianten. Update Multiple Books, das ist vielleicht nochmal ein schönes Beispiel. Ja, ich habe hier viele Bücher, ich iteriere über alle Bücher drüber und setze den Preis zum Beispiel oder verändere den Preis. Und jetzt gibt es zum Beispiel so eine Methode Store All, die haben wir noch nicht erwähnt. Aber dieses Store All sorgt dafür, dass eben alle Bücher in dieser Collection gestort werden, damit eben auch genau das, dass wir nicht jedes Buch einzeln storen müssen, damit wir auch hier an der Stelle performant sind. Jetzt können wir uns das Beispiel auch mal ganz kurz angucken, dass das auch alles so funktioniert. Wir gehen mal in unsere Application Class. Ich kann auch den hier starten. Genau, so jetzt muss ich ein bisschen schielen, damit ich auch die ganzen Calls noch habe, beziehungsweise wir können die uns auch aus unserer Book-Controller-Klasse rausnehmen. Gehen wir mal hier rein. So, dann können wir hier ein bisschen gucken. Und zwar fangen wir mal an und gucken mal, ob hier Books tatsächlich vorhanden sind. Genau, und wir sehen also, das Ding ist leer, wir haben hier keine Books. Und jetzt mache ich mal den nächsten, ich sage mal diesen Create. Damit wir überhaupt mal diese Bücher erzeugen. Heißt er vielleicht anders? Oder gucken wir mal, vielleicht hat er es ja tatsächlich schon gemacht. Nein. Was ist der Fehler? Also Books und dann /create. So ist es richtig. Genau, jetzt haben wir also unsere Bücher erzeugt. Jetzt können wir uns die auch mal anschauen. Man sieht, es geht also wirklich wahnsinnig schnell. Und jetzt kriegen wir also hier bei Books unsere Bücher zurück. Jetzt habe ich ja erwähnt, wir können natürlich diese Bücher auch clearen. Gehen wir hier mal runter. Get Books, den haben wir schon verwendet. Dann nehmen wir mal diesen Clear mit, damit man den sehen kann. Books, dann sagen wir Clear, dann ist das Ganze wieder weg. Wenn wir jetzt Books aufrufen würden, ist alles wieder weg. Und jetzt müssen wir natürlich das Ganze wieder createn. So, kontrollieren wir ganz kurz. Jawohl, jetzt sind sie wieder da. Und jetzt können wir unsere Update zum Beispiel, den Update Multi zum Beispiel mal verwenden. Ich kopiere mir das mal schnell raus. So, Update Multi. Gucken wir mal, was update ich denn hier den Preis. Ja? Gehen wir mal schnell, gucken wir uns mal kurz der Preis.
47. Ich muss mal gucken, ob sich tatsächlich was ändert. Aber ich bin da ziemlich sicher, dass das passiert. Genau, und jetzt sieht man also die ganzen ungeraden Preise hier. Die habe ich jetzt alle dementsprechend geändert. Eine super Sache. Das Ganze geht irrsinnig fix, sehr, sehr einfach in der Implementierung. Ja, ich sag mal so, wie Markus schon sagte, Hibernate, relationale Datenbanken ist eine super Geschichte. Wenn man MicroStream einmal verwendet hat, in diesem Umfang und auch große Projekte damit realisiert hat, der wird fast oder der wird nichts anderes mehr haben wollen. Also kann man es unterm Strich zusammenfassen. Ja, das war's von meiner Seite. Ich bin natürlich jetzt mit Markus zusammen noch eine Runde da für Fragen. Ja, Fragen würde ich dann sagen. Genau, da bin ich wieder. Und zwar, gerade vorher gab es die Frage, kannst du einen Performance-Test machen mit 5000 Büchern? Das ist eine gute Frage. Wie viel, also die Bücher, die ich jetzt angelegt habe, wir können uns das mal anschauen, das waren schon 1000 Bücher. Also 1000 Bücher habe ich gerade erzeugt. Mit 5000, das werden wir kaum spüren. Also ich glaube, also ich kann es jetzt leider schlecht darstellen, kann ich schwer machen, aber ich glaube, wir müssten mindestens 2 Millionen oder sowas erzeugen, um wirklich Performance tatsächlich spüren zu können. Ansonsten werden wir es nicht merken. Also 5000 sind noch viel zu wenig, als dass man das überhaupt irgendwo festmachen kann. Wieso sagst du jetzt gerade 2 Millionen? Weil das wäre ja interessant. Ist, glaube ich, nur ein einfacher Wert, den ich jetzt gewählt habe. Ich hätte genauso gut 1 Million sagen können oder 10 Millionen. Es geht nur um die Größenordnung, wo das Ganze erst spürbar wird. Also natürlich kann ich sagen, wenn ich Objekte habe, die jetzt 70 Attribute haben, dann wird es natürlich wahrscheinlich auch schon spürbar bei 500.000 Objekten. Das kann man nur ganz schwer in Worte fassen. Das hängt immer an den Gegebenheiten, welche Objekte ich habe, wie groß sind die und so weiter. Aber bei dem Objekt, das ich hier habe, bei so einem kleinen Book-Objekt mit nur 5 Attributen, ist das nicht der Rede wert und wir müssten wirklich, wirklich viele, viele Bücher erzeugen, um da wirklich was spüren zu können. Habt ihr Erfahrungswerte zum Beispiel im Megabyte- oder Gigabyte-Bereich? Das ist eine gute Frage. Nichts, was wir einfach so sagen könnten. Also es gibt tatsächlich Performance-Demos, die wir haben. Die sind aber oftmals sehr, sehr schwierig auszuwerten, weil, wie gesagt, es hängt von so vielen Faktoren ab. Es ist aber definitiv so, dass es derzeit aktuell keine Storage-Lösung gibt, die ähnlich an die Performance rankommt, wie wir sie im Moment liefern. Aber wie gesagt, das ist ganz unterschiedlich abhängig von der Art der Objekte. Habe ich Binärdaten zum Beispiel damit drin oder ist ganz schwer zu sagen. Aber es wird es demnächst auch geben. Also es wird demnächst ein offizielles Performance-Demo auch geben. Gibt es auch jetzt schon auf unserem GitHub-Account. Wer da Interesse hat, kann sich so ein Demo mal angucken. Das Bookstore-Demo mal zeigen. Genau. Hast du das da, Markus? Ja. Ich habe es nicht da aktuell. Auf unserer Homepage sieht man das auch. Da ist ein Live-Demo eingebunden von diesem Bookstore-Demo. Da kann man das auch nochmal gucken. Aber wie gesagt, die Messung ist nicht vergleichbar mit anderen Datenbanken. Mit relationalen Datenbanken sowieso nicht. Der Vergleich ist absolut irrsinnig, sage ich mal. Weil die Sprünge so immens sind, dass man das gar nicht spüren würde. Ja, man kann das vielleicht, also hier sieht man mal dieses Bookstore-Demo, das läuft auch bei uns auf der Webseite. Und da kann man jetzt, oder aufbau erstmal, da ist eine Datenbank, wir haben ungefähr 300 Gigabyte Datenbasis. Es laufen hier 2 Anwendungen parallel containerisiert mit einer Oracle-Datenbank im Hintergrund. Der gelbe Balken repräsentiert die JPA-Anwendung mit Hibernate und EH-Cache mit Hot-Cache. Und der blaue Balken ist die MicroStream-Implementierung dafür. Und der Christian, der gibt deswegen so an und der kann das so angeben. Und wir können das so machen, ohne dass wir als Angeber gelten, weil das ist eigentlich die Java-Performance. Also das ist nicht MicroStream, ja, wo ihr hier seht, wo wir so in den Himmel loben, sondern es ist einfach Java. Wir greifen hier einfach mit Streams API auf Objektgrafen zu. Das machen wir hier.
Und deswegen ist das so viel performanter, als wenn ich Result-Sets einfach erstmal dann bekomme von der Datenbank, wo ich dann erstmal wieder Objekte generieren muss. Das ist einfach gnadenlos langsam. Deswegen schlagen wir mit Java jede Datenbank, weil die Datenbank ja nicht fürs Generieren der Objekte zuständig ist, sondern wir brauchen das Persistence Framework und da schlägt Java einfach alles. Deswegen, deswegen geben wir auch so an, ohne dass wir rot werden, weil das ist die Java-Performance. Wenn ich gerade so fragen darf, ist dann hier die initiale Zeit auch mit eingerechnet, bis die Daten von der Datenbank geladen sind in die Applikation rein? Oder ist das einfach quasi, wenn es aufgewärmt ist, machst du einen Test dagegen? Also hier werden immer wieder im Hintergrund dann auch Daten nachgeladen. Man sieht dann, manche Abfragen sind dann ungefähr gleich. Das ist nämlich dann der Fall, wenn auch MicroStream auf die Disk zugreifen muss und Daten nachladen muss. Da können wir ja nicht zaubern. Also da können wir auch nicht schneller sein als die Datenbanken, wenn die zugreifen müssen. Mhm. Das ist dann so, dass man ungefähr gleich ist und der Gleichstand ist das Langsamste, was wir darstellen können dann mit MicroStream und Java in der Kombination. Ansonsten ist Java immer schneller. Und auch wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man würde jetzt dann eine SAP HANA, weil wir werden oft gefragt nach SAP HANA, das ist ja auch in Memory, das muss ja auch schnell sein. Ja, das ist in Memory, ist auch schnell, aber du kriegst von SAP HANA keine Objekte. Du brauchst da Hibernate dazwischen und damit haben wir eine Latenz, die sich bei großen Datenmengen extrem bemerkbar macht. Und wir brauchen ja nicht mal HANA nehmen, weil es ist ja ein Hot EH-Cache. Das heißt, da werden keine Queries mehr ausgeführt, sondern es wird nur von einem Cache ausgelesen. Und selbst da ist die Zugriffszeit 100-mal schneller. Also das Durchsuchen eines Objektgrafen ist ungefähr 100-mal schneller als das Auslesen von Daten aus einem Hot EH-Cache. Okay, danke schön. Ich würde sagen, wir gehen auch noch zu den weiteren Fragen. Oleg fragt, sind die Write-Read-Operationen Blocking oder Non-Blocking, sprich reactive, wie bei reaktiven Datenbanken? Kann man sich zum Beispiel auf Store subskribieren, um asynchron benachrichtigt zu werden, wenn ein Objekt wirklich persistiert wurde? Das kann man machen. Man kann Subscriber dafür implementieren. Das ist auf alle Fälle möglich. Christian, ich glaube, soweit ich weiß, das sind Blocking, ja, die Operationen. Nein, das sind, also der Store an und für sich selber ist ein eigener Thread, aber ansonsten sind die Non-Blocking die Stores. Ich kann jederzeit weiterarbeiten also ich brauche nicht auf irgendwas warten, wenn das damit gemeint ist. Ja, wahrscheinlich geht es also auch ein bisschen in die Richtung reaktive API. Gibt es die da auch oder? Wir bieten keine reaktive API, speziell für MicroStream. Das tun wir nicht. MicroStream kann aber mit reaktiven Frameworks verwendet werden. Das ist ja auch jetzt dann Bestandteil von Helidon SE. Das Helidon SE ist ja ein reaktives Framework. Da ist MicroStream dann auch integriert und kann damit verwendet werden. Wenn dann Project Loom erstmal kommt, ist das aber natürlich vorteilhaft für MicroStream-Applikationen oder für Anwendungen, die man MicroStream baut. Okay. Ela fragt, wer übernimmt die Verantwortung dafür, dass Doppel-Einträge für ein Buch nicht generiert werden? Also aus Versehen quasi ein Buch zweimal angelegt wird. Generell übernimmt der Entwickler die Verantwortung. Das ist einfach so, in der Vergangenheit hat man gehofft, dass einen die Datenbank dabei unterstützt, mit Logs zum Beispiel, mit Write- und Read-Logs, das zu verhindern. Letztendlich ist diese Funktionalität eigentlich eine Sache der eigentlichen Applikation, denn es gibt technische und fachliche Logs und die am schwierigsten umzusetzen sind fachliche und die müssen ohnehin in der Business-Logik umgesetzt werden, nicht aber auf technischer Seite. Das heißt, wir kümmern uns um Logs prinzipiell nicht, weil wir der Meinung sind, das ist Sache, die der Entwickler eben wissen muss. Okay. Oleg hat gefragt, kann ich auch Lombok dazu verwenden? Definitiv. Spielt keine Rolle, was da in den Klassen oder wie das in den Klassen generiert wird. Genau.
Ella fragt nochmals, was macht ihr mit Threads und mit GUIs, wenn quasi Java-Objekte persistent gemacht werden? Gibt es Klassen, die nicht persistiert werden? Bin nicht sicher, ob ich richtig antworten kann, aber es gibt Java-Objekte, die wir nicht persistieren können aktuell. Die haben Eigenheiten in sich, wo es nicht möglich ist, aber ich hoffe, das ist jetzt die richtige Antwort auf die Frage, aber ja, es gibt Klassen, die wir nicht persistieren können. Eine Liste davon gibt es bei uns in der Doku, aber grundsätzlich können wir alles persistieren. Es sind nur ganz, ganz wenige mit speziellen Eigenheiten. Was Sinn macht, kann man persistieren. Also wir können zum Beispiel kein Thread persistieren. Genau. Was auch aus unserer Sicht keinen Sinn macht. Hat auch einen nativen Anteil unten drunter in der JVM, genau. Da fehlt dann was. Jetzt, Stefan hat seine Frage gerade hochgeschoben bekommen. Also nämlich die, wenn ich alle Bücher suche, die ein bestimmtes Schlüsselwort im Titel enthalten, müssen alle Buchobjekte aus dem Storage geladen werden. Werden Objekte nach einer solchen Suche wieder automatisch freigegeben oder geht man immer davon aus, dass man den ganzen Storage in Memory drin hat? Also ich sag mal so, wenn es notwendig ist für die Performance der Anwendung, weil es dass die Book-Objekte dauerhaft im Speicher gehalten werden, das kann durchaus möglich sein, wenn ich ganz viele User zum Beispiel habe, dann macht es natürlich Sinn, dass die im Speicher bleiben. Wenn es nicht so ist und die Books sind zum Beispiel mit einem Lazy Wrapper deklariert, dann verschwinden diese Books nach, ich glaube, per Default nach 2 Minuten oder nach oder sogar nach 10 Minuten, ich weiß, Default weiß ich nicht ganz, aber werden tatsächlich wieder aufgeräumt und erst wieder geladen, wenn sie wieder gebraucht werden. Okay, super. Ich glaube, eine Frage war noch bezogen auf die Referenzen, ob Referenzen doppelt gehalten werden. Nein, werden sie nicht. Da wir ja mit Referenzen arbeiten, ist das Objekt auch nur einmal vorhanden, auch wenn ich es zum Beispiel wie den Autor in mehreren Büchern verwende. Rainer fragt auch noch, wo finde ich Dokus, Beispiele und Argumente, um in der Firma einen Prototyp erzeugen zu können? Marketing? Also es gibt natürlich eine tolle Homepage, die wir haben. Dort ist erstmal grundsätzlich alles ganz, ganz klar beschrieben. Dann gibt es eine sehr, sehr umfangreiche Dokumentation dazu. Und in dieser Dokumentation haben wir nochmal Links zu unserem GitHub-Account. Dort finden sich nochmal eine ganze, ganze Menge an Beispielen und Exempelprojekten. Und ansonsten, wenn das nicht reichen sollte, sind wir natürlich immer gern persönlich Ansprechpartner, einfach bloß eine Mail schreiben und auch so eine kleine Präsentation im Firmenumfeld zu machen, kein Problem. Einfach Bescheid geben. Tönt super. Wir haben auch schon gutes Feedback aus dem Chat bekommen. Peter sagt, sau coole Sache, vielen Dank an alle. Ich würde sagen, letzte Chance, dass ihr Fragen hier beim Big Matica reinstellen könnt. Und sonst würde ich sagen, gehen wir rüber ins WonderMe, respektive kurz noch Abmoderation von meiner Seite, weil ich möchte unbedingt noch auf ein paar Events hinweisen, die wir in der Zukunft machen werden. Ich gehe nochmals kurz zu meinen Slides. Wie ihr seht, wir haben einen Vortrag am 19.05. Real World Event-Driven Clean Architecture. Dann am 20.05. ganz speziell machen wir mit 3 Java User Groups, einer aus Deutschland, einer aus Österreich und einer natürlich wir aus der Schweiz, machen ein Spezialevent, wo es darum geht, dass wir 3 knackige 20-Minuten-Talks präsentieren werden, die auch eben zusammen eine Stunde ungefähr ergeben. Und dass es eben auch darum geht, Jungen eine Chance zu geben, diese Stage mal auszuprobieren. Und da solltet ihr auch unbedingt dabei sein. Also jede Java User Group hat jemanden zur Verfügung gestellt, der eine Präsentation eben hier macht. Genau. Und daneben am 25.05. mit dem Marco Consolaro, Connaissance Beyond Coupling and Cohesion. Auch sicher eine interessante, eher wahrscheinlich so Software-Crafter-mäßige Präsentation. Genau. Und einfach nochmals so als Hinweis, wir suchen dauernd Content, also so wie eben Markus und Christian das heute gemacht haben. Falls ihr eine gute Idee habt, unbedingt bei mir, bei Markus, aber auch bei den anderen Kollegen melden oder unbedingt auch an info@
chuck.ch eine E-Mail schreiben und dann schauen wir, wie wir euren Vortrag, eure Idee, die ihr habt, hier reinbringen. Genau. Wir haben natürlich auch einen YouTube-Channel. Dieser Vortrag wird höchstwahrscheinlich am Sonntag um 10 Uhr freigeschaltet. Das passiert eigentlich mit allen unseren coolen Talks. Und ihr seht schon, da gibt's einiges. Also wir haben schon über 50 Talks jetzt aufgezeichnet. Und das heißt, man kann die auch später noch schauen, wenn man vielleicht den einen oder anderen verpasst hat. Genau. Wir haben auch einen Slack-Channel, wo wir uns austauschen können. Kopiert einfach den Link und ihr könnt euch da eintragen und weiter diskutieren. Aber jetzt würde ich sagen, herzlichen Dank, Markus. Herzlichen Dank, Christian. Und hoffentlich treffen wir uns nachher gleich nochmals im WonderMe für einen kurzen Austausch. Und vielleicht gibt es noch die eine oder andere Frage. Genau. So, und jetzt heißt es einfach noch ein paar Sekunden warten, bis Markus das Stream ausschaltet und uns automatisch weiterleitet.